Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. Und heute schauen wir uns das dritte Kapitel der Story von Mortal Kombat 1 an. Und Schnitt! Ihr seid hoffentlich ja, versichert. Das haben wir schon letztes Mal auch gesehen. Bezahlt ihr? Unwürdiger! Du hast ja keine Ahnung, wer vor dir steht. Genug! Oh. Das ist kein Spezialeffekt. Also, irgendwie kriegt Sub-Zero und Scorpion nur auf die Fresse momentan. Also, die wurden von Kung Lao vermöbelt, jetzt auch noch von Johnny Cage. Okay, alles auf Anfang. Wer bist du nochmal? Lord Liu Kang, Beschützer des Erdenreichs. Gott des Feuers. Okay, das Feuer ist echt. Aber was ist ein Erdenreich? Du wirst alles verstehen, Johnny Cage. Ach cool, da ist eine Ente mit Für Brille, die im Pool schwimmt. Es ist wichtig, dass ihr beide als seine Champions auserwählt wurdet. Warum er? Und warum ich? Weil ich daran glaube, dass ihr würdig sein werdet. Und weil euer Dienst den Lauf eurer Leben verändern wird. Geil. Raiden, okay. Kung Lao. Das ist keine gute Idee. Mit neuem Hut. Es ist genial, Raiden. Wenn ich Sub-Zero das nächste Mal sehe, muss ich ihm für die Inspiration danken. Oh, geil, das sieht aus wie handgemacht. Siehst du? Das wird nicht klappen. Naja, oder vielleicht doch. Wenn er falsch fängt, dann sind die Finger ab. Wir sitzen seit Monaten fest. Johnny Cage trainiert ja auch, okay. Ich kann keinen neuen Film auf Außenweltmonstern und Magie aufbauen, die ich nie zu Gesicht bekomme. Deshalb bist du hier? Liu Kang sagte, der Job würde mein Leben verändern. So sieht's aus. Meine Ex wird noch bereuen, dass sie weg ist. Wie selbstlos. Oh bitte, Tattoo. Du bist nur hier, um dein Schwert zu holen. Wir alle haben Gründe, hier zu sein. Manche sind besser als andere. Aber wir sind nicht hier, um uns zu streiten. Wir sollen für das Erdenreich kämpfen. Wird aber auch Zeit. Und heute wird einer von euch auserwählt, um beim Turnier anzutreten. Okay. Einer von uns, Lord Liu Kang? Stellt die Außenwelt nicht mehrere Champions? Ich wette, das wird Raiden. Die Turniere geben dem Gastgeber den Vorteil. Und die Außenwelt ist diesmal an der Reihe. Also, ich weiß ja nicht, warum ich nie gefragt habe, aber wie ist unsere Bilanz beim Turnier? Erdenreich und Außenwelt sind schon lange ebenbürtig. Doch die Außenwelt wird stärker. Wenn sie gewinnt, werden die Sympathisanten des Krieges jubeln. Ich dachte, du liebst die Außenwelt. Sie ist ein Ort von Schönheit, Reichtum und Wissen. Doch sie haben andere Ziele als wir. Mhm. Wir leben in Frieden. Weil sie unsere Stärke respektieren. Zeigen wir Schwäche, wird unser Rivale zum Feind. Ich werde siegen, Lord Liu Kang. Erst müsst ihr das Recht erlangen, uns zu vertreten. Es wird auserwählt, wer gegen die anderen besteht. Cool, der sitzt da wie Shang Tsung bei Mortal Kombat 1. Das ist auch Shang Tsung und da waren auch solche Mönche bei so einer Arena. Gute Wahl. Die Schwachen zuerst. Tritt gegen ihn an, Johnny Cage. Bereit für die Nahaufnahme? Okay, dann mal los. Aber denk dran, Landei. Ich bin eine Kampfsport-Ikone. So viel Action verkraftest du nicht. Ich bin bereit, Johnny Cage. Mein Geist und Verstand kämpfen als Einheit. Schöne Übung. Oh, die Arena sieht krass aus.
deshalb brauche ich keine Stunt-Doubles. Ja, ich kenne überhaupt keine Tricks von ihm. Hm? Ah, der kann nur einen, okay. Probieren wir mal das. Timing verpasst. Dieser Kampf war eine Ehre. Gern geschehen. Kenshi Takahashi, du bist der Nächste. Er hat ein Schwert und wir nicht. Ein bisschen unfair. Du bist echt gut, Raiden, aber zu unerfahren. Was mir an Erfahrung fehlt, macht mein Herz wieder wett. Der Mut, nicht das Herz, schön gesagt. Den Kampf. Ich weiß es. Oh, ich schön war gesagt. Schon in Hunderten. Fight! Knapp. Passiert nicht wieder. Oh, das sah cool aus. Low. Zweifelst du noch an meinem Mut? Tue ich nicht. Dies ist ein wohlverdienter Sieg. Ruh dich aus, Raiden. Guter Fall, heute ja. Abend begegnest du deinem letzten Gegner. Wer wird das sein? Ah, ich... Okay, Kung Lao, ich dachte, das wird Liu Kang sein. Mäuse, dass Kung Lao gewinnt. Wie wär's mit mehr? Zum Beispiel Sento. Das kannst du vergessen. Raiden, Kung Lao, der Sieger wird das Erdenreich gegen die Außenwelt vertreten. Eine schwere Pflicht. Übernehmt sie nicht leichtfertig. Tretet jetzt zurück, dann gibt es keine Konsequenzen. Ich wähle den Kampf, Lord Liu Kang. Und ich auch. Möge der beste Kämpfer gewinnen. Am Anfang so, ja, ich will das Dorf nicht verlassen und jetzt so tapfer. Gib auf, Raiden. Du hast mich nie geschlagen. Das wird heute nicht anders. Nein. Wenn die Mönche uns eins gelehrt haben, dann, dass sich das Universum in konstanter Veränderung befindet. Fight! Oh, die Arena bei Nacht sieht ja richtig cool aus.
Das war Glück, Ray. Du bist wie ein Blitz. Du schlägst mich zweimal. Es gibt für alles ein erstes Mal, Kung Lao. Genau. Ihr habt alle hart trainiert. Raiden am meisten. Dieser Ausgang überrascht mich nicht. Wie konnte ich? Glückwunsch, Raiden. Für das Turnier brauchst du das hier. Es gehörte den Götterältesten. Es gibt dem Träger die Macht über Blitz und Donner. Nur zu. Schön. Versuch es. Der macht ein Video davon. Heilige Bundeslade. Oh, Bundeslade ist schon wieder Indiana Jones. Das ist unglaublich. Aber ist das nötig? Die Außenweltler im Turnier sind nicht nur mächtig, sie beherrschen auch Magie. Das Amulett gleicht es wieder aus. Sei bloß vorsichtig, Raiden. Du könntest dich verletzen oder sterben. Kein Turnierteilnehmer wurde hier schwer verletzt oder getötet. Was? Ich hatte meine Champions nie unvorbereitet in den Mortal Kombat. Aber es heißt doch Mortal Kombat, da muss doch immer einer in sterben. In 7 Tagen reisen wir zur Außenwelthauptstadt Sundo. Das Turnier findet im Palast der Imperatoren statt. Außenwelt wirkt fremd und berauschend für Erdenreichler. Lasst euch nicht benebeln. Ihr müsst euch auf euer Ziel konzentrieren. Ja, genau, der ist schon wieder mit dem Handy. Coole Musik. Wir sind nicht mehr im Wunderland. Oh, wow. Ja. Melina. Imperatoren sind als Töchter. Ja. Gar nicht mal so übel. Wir sind Botschafter des Erdenreichs, Johnny. Wir erweisen ihnen Respekt und starren nicht. Genau. Lord Liu Kang, willkommen. Danke, Prinzessin Melina. Kennst du noch meine Schwester? Natürlich, Prinzessin Kitana. Darf ich vorstellen, Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi und Erdenreich-Champion Raiden. Ich hoffe, du bist bereit, Raiden. Unsere Champions sind siegessicher. Und ich am allermeisten. Mein letzter Sieg ist schon viel zu lange her. Prinzessin Melina. Wir müssen los. Imperatorin Sindel wartet. Danke, Tanya. Bitte folgt mir. Oh. Ja,
sehen jetzt nicht so böse aus. Also die Außenwelt. Das sind Zentauren und Shokan. Die Sechsarmigen sind Naknadana. Die Mönche erzählten von ihnen, doch sie selbst zu sehen. Ich sehe, dass Ihre Hoheit wieder einmal keine Kosten fürs Fest scheut. Sollte sie denn? Sie gedenkt meinem verstorbenen Vater. Bewunderung, Prinzessin. Kein Urteil. Wie alle in der Außenwelt schätzte ich Jared sehr. Meisterin, unser Weg sollte frei sein. Musste das sein? Sollte ich Takatana die Stadt infizieren lassen, Majestät? Die Verhafteten haben welche beherbergt, statt sie zur Quarantäne zu melden. Die Erdenreichler sollten solche Dinge nicht erfahren, Li Mei. Von Sundos erster Wachtmeisterin erwarte ich Besseres. Aber vielleicht ist das zu viel verlangt. Ziemlich hart. Prinzessin Merlina scheint sie nicht sonderlich zu mögen. Li Mei führte die Umgadi, die Palastwache. Unter ihrer Aufsicht wurde der Vater der Prinzessin ermordet. Wow. Das sieht gut aus. Deine Sorge verbraucht nur sinnlos Energie, Raiden. Aber das Turnier, wenn ich verliere? Achte auf deinen Weg, nicht das Ziel. Mehr kannst du nicht kontrollieren. Ganz großer Alarm. Standardschurke im Anmarsch. General Shao. General Shao. Lass dich nicht provozieren. Nicht Shao Kahn. Noch nicht wahrscheinlich. Liegt es an mir? Oder ist der Erdenreich-Champion Mager? Okay, der Synchronsprecher ist derselbe wie bei Mortal Kombat 11. Willst du seine Stärke testen? Raiden wird sich früh genug beweisen. Warum haben sie ihn Hörner verpasst? Immer noch nichts von der Existenz der Außenwelt. So ist es sicherer, General. Vermutlich. Ihre Gemüter verkraften wohl die Wahrheit nicht. Du hältst sie für schwach, ja? Und das, obwohl sie so oft das Turnier gewinnen? Wir zerstören deinen Champion Liu Kang. Er wird nicht vom Sieg kosten. Sindel. Ja, die sieht auch ein bisschen anders aus als in Mortal Kombat 11. Also auf jeden Fall lebendiger. Willkommen, Mitglieder unseres Hauses. Willkommen, geschätzte Gäste des Erdenreichs. Lasst uns das Vermächtnis meines verstorbenen Mannes ehren und das Turnier fortführen, das er mit Lord Liu Kang erschuf, um den Frieden zwischen den Reichen zu bewahren. Möge Jareds Seele von ihrer so detailliert aus. Im lebenden Wald voll Der Stuhl Stolz hinten. Über uns wachen. Und die Kleidung? Krass. Lord Liu Kang. Imperatorin Sindel, ich bin erfreut, erneut euer Gast zu sein. Hier bist du immer willkommen. Nun, zeigt eure Champions. Der Erdenreich-Champion ist Raiden, Majestät. Er verdient den Titel, da er die besten Qualitäten der Erdenreichler verkörpert. Du wirkst nervös, junger Mann. Ich bin ein Fremder in einem fremden Land und soll hier gegen die größten Krieger kämpfen. Ja, ich bin nervös. Das solltest du auch. Schön ehrlich. Vor dir liegt ein schwerer Pfad.
Es hat begonnen. Oh, sie sagt es? Die Tradition verlangt, und nicht Shenzhong. Die erste Wachtmeisterin zuerst die Außenwelt vertritt. Li Mei. Möge sie unsere Ehre so gut verteidigen, wie sie die Ordnung aufrechterhält. Eure Majestät, mein Combat soll unser Haus und die gesamte Außenwelt ehren. Damit würdest du all meine Erwartungen übertreffen. Vergiss nicht, ohne Jareds Tradition wärst du nicht hier. Ist auch ein bisschen fies. Gib dein Bestes. Das ist genug. Der Rest regelt sich von selbst. Ja, Lord Liu Kang. Sehen wir doch mal, was du kannst. Hoffentlich wird dies der erste von vielen Siegen sein. Ich siege, Erdenreichler. Dieser Kampf ist mir wichtiger, als du je begreifen kannst. Oh, was für ein guter Übergang. Boah, krass. Oh. Okay, jetzt kann er ein paar mehr Tricks. Dann er noch. Das war eine Prüfung. Ich danke euch, erste Wachtmeisterin. Oh nein, jetzt ist es traurig. Mein Kompliment für einen guten Kampf, Raiden. Sehen wir, wie es dir weitergeht. General Shao. Wen hast du als nächsten Teilnehmer erwählt? Eure Majestät, ich wähle Reiko, meinen Stellvertreter. Als Junge wurde Reiko im Kafala-Krieg zum Waisenkind. Trotz Gefangenschaft blieb sein Geist ungebrochen. Mit Klauen und Zähnen überlebte er. Nach dem Krieg nahm ich ihn auf. Formte ihn zum perfekten Soldaten. Nur wenige kennen die Wege. Also jetzt kennen wir die ganze Vorgeschichte von Reiko. In wessen Armee hast du gedient? In welchen Kriegen hast du gekämpft? Ich tat beides nicht. Dann bist du völlig unvorbereitet, Erdenreichler. Dies wird dein letztes Schlachtfeld sein. Mhm. Fight! Oh,
vielleicht nicht im Krieg, doch ich bin ein Krieger. Blitzschlag! Okay. Von einem Bauern erledigt. Ich bin bereit für meinen nächsten Gegner, Majestät. Gegen wen trete ich an? Geduld, junger Mann. Im Morgengrauen fahren wir fort. Ich hoffe, euch alle beim Abendbankett zu sehen. Du bist also 10.000 Jahre alt? Das sieht man dir gar nicht an. Was siehst du nur in ihm? Er ist ein Held, Raiden. Auch wenn er es noch nicht weiß. Erkennst du hier alle Leute? Die meisten schon, von den Beschreibungen. Nur ihn nicht. Das ist Rain, Hochmagier der Außenwelt. Nicht sein echter Name. Sondern der, den er durch seine Wassermagie erhielt. Da hat wohl jemand was Falsches gegessen. Fühlst du dich unwohl, Prinzessin? Oh, ich bin okay, Tanya. Ich kämpfe gegen Melina. Aber muss ich auch gegen Tanya kämpfen? Traditionell eher nicht. Und wenn, wäre dies eine Prüfung. Warum? Umgadi wie Tanya sind Kriegerpriesterinnen, aus den erstgeborenen Töchtern der Außenwelt erwählt. Von klein auf trainieren sie tagtäglich ihre Fähigkeiten. Hier muss es viele Konflikte geben, wenn diese Art von Schutz notwendig ist. Die Vergangenheit war düster. Das letzte Millennium unter Imperatorin Sindel war ein goldenes Zeitalter. Doch die Erinnerung und der Schmerz bleiben. Mein Mann Jared glaubte, die Zukunft unserer Reiche sei verbunden. Halten wir einen offenen Dialog, damit keine Geheimnisse das Band zerreißen. Majestät, es ist eine Ehre, heute unter euresgleichen sein zu dürfen. Ich sehe bereits, dass uns weit mehr verbindet, als uns unterscheidet. Unsere Völker könnten verschiedener nicht sein, Champion. Wie bitte? Wie ich es sage, Erdenreichler sind frei, jeder... Das reicht, General. Verzeihung, Majestät. Ich hatte wohl zu viel von diesem exzellenten Wein. Mit eurer Erlaubnis. Du darfst gehen. Es ist schlimm genug, gegen Erdenreichler zu verlieren. Doch dann beleidigst du sie auch noch im Rausch. Du beschmutzt unnötig meine Ehre und die stolze Tradition deiner Familie. Das Kapitel ist ziemlich lang. Darf ich frei sprechen, Majestät? Schon wieder, wenn es sein muss. Der Zauberer machte eine Prophezeiung. Er warnte vor Liu Kangs Eroberung der Außenwelt. Okay. Seine Vorhersagen sind sonst tadellos. Doch Liu Kangs böse Absicht ist unbewiesen. Sein Eingriff brachte der Außenwelt jahrhundertelangen Frieden. Er drängt uns zu Kompromissen, beschneidet unsere Unabhängigkeit. Könnten wir unseren Feinden auf dem Schlachtfeld begegnen? Wünschst du uns etwa endlosen Krieg? Besser als Liu Kangs Schoßhund zu sein.
Sollte ich Beweise für die Prophezeiung sehen, werden wir handeln. Aber nur dann und nur auf meinen Befehl. Lehrte dich dein erhabener Vater nicht, dass der Krieg das letzte Mittel ist, nicht das erste? Das tat er, Majestät. Vergiss das nicht, General. Kommt! Du wolltest uns sehen? Ich sah, was heute Abend geschah. Alles in Ordnung. Nur das Essen. Wirklich? Wir sollten nichts riskieren. Kämpfst du morgen, könnten sich die Symptome deiner Krankheit zeigen. Kitana nimmt deinen Platz ein. Was? Sie flüstern bereits, dass sie mich als Erbin ersetzen soll. So werden es nur Schreie. Die Krankheit ist deine Schuld. Ich begreife nicht, warum du damals den Palast nachts verlassen musstest. Ich wollte doch nur etwas Zeit für mich selbst. Fern von all dem. Ich dachte nie, dass... Das ist dein Problem, Melina. Du denkst nie. Mutter will dich doch nur schützen, Schwester. Wird deine Krankheit bekannt, verbannt man dich in die Ödnis. Wir müssen dein Geheimnis wahren, um dir den Thron zu sichern. Okay. Interessant. Eine erneute Überraschung, Raiden. Neben anderen besiegtest du Kote, Motaro und Shiva. Es bleiben nur noch zwei Kämpfe. Bist du bereit, haben wir nicht gesehen? Sehr wohl, Majestät. Dann stelle dich nun meiner Tochter, Kitana. Ja, die sieht Majestät, ein bisschen sauer aus. Das ist unerhört. Raidens nächster Gegner ist die Erbin. Melina ist unpässlich. Sie hat dringende imperiale Aufgaben. Aber ich habe ihn nicht auf Kitana vorbereitet. Er hat bereits großes Können bewiesen. Lass ihn improvisieren. Keine Sorge. Ich schaffe das. Nun gut. Ich bin nicht schwächer als meine Schwester, Erdenreichler. Derartiges hatte ich auch nicht erwartet, Eure Hoheit. Ich werde gewinnen. Für Sie, die Imperatoren und die Außenwelt. Fight! Die Arena sieht auch gut aus. Wow. Nicht schlecht. Du kämpfst gut, Prinzessin. Wie du, Erdenreichler. Überraschenderweise. Auf ein neues Treffen. Unter anderen Umständen. Zeit für den finalen Kampf. Achso, ich dachte, das war der finale Kampf. Okay. Doch nun stelle dich General Shao. Oh, Sieger, er hat eine Axt und keinen Hammer. Eroberer der Quattern-Ebene. Verteidiger der Navala-Küste. Wie seine Familie seit Generationen verteidigt General Shao uns mit Eifer und Härte. Die Außenwelt ist ihm auf ewig dankbar. Eine bemerkenswerte Liste von Erfolgen, General. Das ist nur ein Bruchteil davon.
Für die ganze Liste bräuchten wir Tage. Das sieht richtig brutal aus. Timing verpasst. Ich hab's geschafft. Meinen Glückwunsch, Raiden. Das Erdenreich gewinnt. Darf ich euch helfen? Bleib weg, Erdenreichler. Sehr gut. Du hast meine höchsten Erwartungen übertroffen. Okay, ich glaube, das war's mit Kapitel 3. Danke, Lord. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Ja, und im nächsten Video schauen wir uns die Combat League im Multiplayer an. Kommt, verabschieden wir uns und kehren.